Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Podium hier bei dem Alternativgipfel zu den G20, Friedenspolitik jenseits NATO und Militarisierung der EU, Alternativen für den Frieden. Mein Name ist Christine Karch, ich komme vom internationalen Netzwerk No to War, No to NATO, das seit 2009 gegen Aktivitäten für die Delegitimierung der NATO macht und auch immer bei den NATO-Gipfeln entsprechend anwesend ist. Mit mir zusammen moderieren wird das Ganze Willi von Ooyen vom Friedensratschlag aus Deutschland. Und eingeladen haben wir heute um internationale Gäste. Zum einen Ann Colon Ann Wright aus den USA. Und neben Ann Nuray Sankar von der Friedensbewegung in der Türkei. Neben ihr sitzt der Dolmetscher Sedat, dein Nachnamen habe ich leider vergessen. Rechts neben mir sitzt Nuray Sankar, Entschuldigung, Corazon Fabros von den Philippinen. Und daneben Rainer Braun vom Internationalen Friedensbüro. Die NATO hat sich mittlerweile zu einer weltweit agierenden Organisation entwickelt. Sie beteiligt sich an der Militarisierung der internationalen Beziehungen in Asien, Lateinamerika und Afrika. Auf den NATO-Gipfeln in Wales und Warschau wurden Kooperationsvereinbarungen mit Japan, Südkorea, Singapur und den Philippinen, Australien und Thailand vereinbart. Somit tritt die weitere Einkreisung von Russland und China geht voran. Aber nicht nur die NATO treibt die Militarisierung voran, sondern auch die Militarisierung der EU geht immer weiter. Die Antwort auf Brexit und die Wahl von Trump war der Ruf der Europäischen Union und allen voran von der Leyen für eine weitere Militarisierung und auch der Realisierung der NATO-Beschlüsse auf 2%, den Erhöhung der Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttosozialprodukts. Und hier an diesem G20-Gipfel sitzen sehr viele NATO-Länder über die EU mit am Tisch und die größten Rüstungsproduzenten und Exporteure sind ebenso hier vertreten. Von daher wollen wir heute uns mit dieser Situation beschäftigen und ja auch sehen nach Alternativen für den Frieden. Und ich gebe jetzt weiter an Willi von Ooyen. Ja, vielen Dank, Christine. Es ist sicher ganz wichtig, dass wir jetzt nicht über die Moderation die Debatte voranbringen, sondern natürlich hören, was unsere Gäste hier zu sagen haben. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Colonel Ann Wright hier unter uns ist, weil ich glaube, für uns ist ganz wichtig, die amerikanische Sicht der Dinge sich als erstes vorzustellen, damit im Grunde genommen das, was an der Erwartungshaltung auch in der Friedensbewegung in den letzten Jahren immer da war, was wird sich entwickeln in den USA, gibt es überhaupt eine Perspektive, die im Grunde den Frieden überhaupt eine Chance geben kann. Von daher ein herzlich willkommen nochmal bei uns und ich übergebe dir das Wort. Danke. Well, thank you very, very much. It's a pleasure to be here. As it says in the program, I am a retired U.S. Army colonel.
I spent 29 years in the U.S. military. I was also a U.S. diplomat for 16 years and served in Nicaragua, Grenada, Somalia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Sierra Leone, Micronesia. I helped reopen the U.S. Embassy in Afghanistan in December of 2001 and stayed there for 6 months, and then was with the U.S. Embassy in Mongolia as the deputy ambassador in 2003 when I ended up resigning from the U.S. government over the Iraq War. Since then, I've been working with peace groups throughout the world. And you may say, well, why did it take you so long to work with peace groups? I would say that not everyone in the U.S. government is a warmonger, that there are plenty of people in the U.S. government that do not like the policies that not just, let's see, how many administrations have of the U.S. have had war as their policies? Lots of them. Virtually all of them. And now, as you asked me to talk about the prospects of the Trump administration, it's a very appalling time for all of us. I must first apologize for the president of the United States that we have now. I mean, he is a person that I don't think any of us ever thought could possibly be elected to the presidency of the United States. But there were enough people in the United States that were dissatisfied with many policies of both of the parties, and they wanted to change. And they got a big change, a big change. So now what do we do? How do we handle the issues of the militarization of essentially the world? Most of it caused, I think, by policies of the United States over the last 20, 30, 40, 50 years, not just the last couple of years, but over many, many years, where the politicians of the United States have said that war is the best method of solving problems. And we see in the numbers of conflicts, particularly after World War II, that have been started by the United States, the invasions and occupations of many, many countries. The country of Iraq that I resigned over, and yet right before that I had served in Afghanistan, where the United States had invaded and occupied. I do not see a change in that, really. I think regime change, certainly under the Trump administration, still is talked about. It's talked about for Iran, even though the Obama administration had a deal worked out with six other nations on the stopping of a nuclear program for Iran. We look at it in North Korea. We see that the Trump administration has, of course, the very strong rhetoric against the regime in North Korea. We talk about the peaceful alternatives or alternatives to war and what might happen in the next many years. And alternatives to what I see as been the predominant force in American politics being war, the alternative is actually dialogue. It's actually talking to people that we perceive to be our enemies, talking to them rather than killing them. It's kind of a novel idea for the United States. But I think that is the thing that we in the peace movement, of course, continue to push. And I'll speak of two examples. North Korea, right now, where yesterday North Korea launched another missile, and they call it an intercontinental ballistic missile, which would be one stage up from the missiles they've been firing. How many of you all have ever been to North Korea? Has anybody in this audience ever been to North Korea? Well, I may be the only one. And I went with a group called Women Cross the Demilitarized Zone. We went there in May of 2015, 2 years ago. And the purpose was to bring 30 women from 15 countries to a place that very, very few outsiders had been to, and to talk with women of North Korea about what their perceptions were of this
the vilification, much of it rightfully, I think, on human rights issues of North Korea. But also to listen to them. I mean, that's one of the real challenges of getting our politicians to listen. To listen to what the enemy, so to speak, what the enemy has to say, what their concerns are. And as expressed by the women of North Korea, all of whom were selected by the government of North Korea to come to this conference, 250 of them. And as we listen to their history of World War II, well, first the Japanese occupation of the Koreas before World War II, then what happened to them during World War II, then the Korean War. And what they, on behalf of their government, was telling us, what we want now, we want peace. We do not want to have to develop nuclear weapons or ballistic missiles. We want to have a peace treaty instead of an armistice. Now that, to me, is not an unreasonable thing. Let's talk about having a peace treaty. But what about my government, the United States? The United States says we will not talk about that peace treaty until North Korea gives up its nuclear weapons program and stops the ICBMs. Well, the North Koreans say, why should we stop this when your purpose, your stated goal, is the overthrow of our country? And indeed, that's what the military exercises that the United States and South Korea have every year. And this last year, the name of the military exercise was called Decapitation, cutting off the head. Now that really sends a signal to the North Korean government of what the West wants to do. Well, fortunately, there have been a lot of people in the United States and around the world pushing back from this, that are saying that the North Koreans are never going to give up those weapons until there is a peace treaty. So why don't we have the US government and other governments concerned not have that as the starting place? So our delegation of 30 women, including two Nobel Peace laureates, women that were parliamentarians in some countries and leaders of peace movements in others, we have been for the last 2 years going back to our country to write articles, to talk to people, to try to help move the message that we have to push our politicians toward this issue of dialogue. And we can see that it's just not our efforts, but we are a part of a growing movement to say you have to have dialogue with the North Koreans. Now, it's tough. It's tough because the North Korean government really doesn't give us much help in how they act toward this. But we see that this ability to go to places and be able to come back to your country and talk about it is very important. And another place that another group of us have gone is to Russia. I mean, even before all of this brouhaha about, was it the Russians that broke into the email system of the Democratic National Party committee, or now, was it the Russians that were hacking into the electoral processes of specific states in the United States? That's all come more recently since a group of 20 of us went to Russia late 2015. And we went to actually Crimea, the sore point of so much of the commentary of the West on Russia, the annexation by Russia of Crimea. And you can argue both points of this. I mean, was it the U.S. that sponsored a coup in the Ukraine that overthrew the government of the Ukraine, the Russian leading government, or was that a grassroots mobilization against a government that they wanted out of there, and not waiting for an election that was going to happen within 9 months. But to go to places, talk to people in Crimea, talk to people in Moscow, in St. Petersburg, to talk to them and then to be able to come back to your own countries and speak to your citizens, your fellow citizens, and to your elected representatives about what you have found out. I think this is a part of the equation that we should, as very concerned people of not only our own nation, but also as a global citizen,
that we need to take the time and to raise the money to send delegations to all of these places so that we can see with our own eyes what's going on. And I'll just finish with one other place, Yemen. Yemen that is now being so terribly, terribly torn up, bombed every single day by the Saudi Arabian military that's backed by the U.S., the largest weapons sale the United States has ever made in its history. And we have a pretty sordid history. In fact, our number one export from the United States of America is weapons, And we sold the largest amount of weapons in any one sale to Saudi Arabia last year. And those weapons are being used to kill people in Yemen, to kill thousands of people in Yemen. We were there with a delegation also. This was in 2013. And came back from there at the time when there was a remarkable national event going on. It was a national transitional convention where all parties in Yemen, to include the Houthis, were involved in this transitional process that we had so much hope for, the whole world had so much hope for, and then it started breaking down. But what we could tell people as this started happening, you know, going there, talking with people from all sides to help explain what is going on behind the scenes, I think is so useful for us. So as I end my talk of what the U.S. is doing, how we can influence people in the United States or our elected officials in the United States, we're finding that the very few meetings we get with any government officials, that it is this this knowledge because you've been there, knowledge because you have some expertise in these places that is so important. So I would encourage you all to think about this as an alternative, and an alternative that can help decision makers in their decision. And for us in the United States, trying to get our politicians off this thing of killing other people is the way to resolve issues in the world, is a key part for us. Thank you. Thank you so much, Anne. Es war ein Ritt über die Unzulänglichkeit dieser Erde, über die Unstetigkeit, die Unsicherheit. Wir sind sicher beeindruckt auch davon, wie man trotzdem dahin gehen kann und sich kümmern kann und fragen kann, was kommt denn da raus und was wollt ihr eigentlich? Wirklich. Wir können nachher nochmal darauf zurückkommen. Wir haben uns vorgestellt, dass wir zunächst mehr hier im Plenum die Debatte zurückstellen, uns nochmal jeweils so 10 Minuten aus den einzelnen Blickwinkeln was anhören und dann das Plenum mit beteiligen in die Debatte, um dann nochmal vielleicht von hier aus, vom Podium aus ein paar Antworten zu geben, falls es Fragen und Anregungen gibt. Ich darf jetzt in eine betroffene Region wechseln. Carazon Valdez-Fabros aus den Philippinen wird uns sicherlich mal schildern, wie sich die internationale, auch die NATO-Politik auf die Philippinen auswirken. Du hast das Wort. Thank you for the introduction. And good evening, everyone. I don't know, good afternoon. Well, I feel compelled to take up Asia. As I see that I'm basically one of the few from Asia here. And it's always good to speak after Anne because it gives me a certain, what do you call that, context with what I'm going to say. As you well know, the Philippines has long been under the, I wouldn't say just influence, but under the domination militarily of the United States. So much of our policy nationally and also regionally is influenced by the United States. And for decades, the US military bases were in the Philippines until 1992, when we had a chance to close the two biggest military base in Asia Pacific. I'm a product of the generation during the Vietnam War,
And so that has been one of the reasons of my politics back in the 70s. And I know as a student, I grew up really looking at the U.S. military presence in the Philippines as a continuing symbol of U.S. domination. But of course, the bases were closed, but they have returned after another 9 years. But before I continue on with that, I think since we are talking about NATO and militarization of Europe, as well as of many parts of the world, Asia today has the biggest military spending compared to what you have here in Europe. The increase in military spending in Asia and the Pacific has been really phenomenal. And that includes the Philippines for many reasons. Not only because the continuing threat, or what is perceived to be a threat, as is being explained to us by media and including our government, increased militarization of China as well, the threat of China. But then we also have our internal problems. And I would begin by saying that in terms of NATO, there has been attempts in the early 50s, and this is what is the Southeast Asia Treaty Organization. And it was only the Philippines and Thailand who joined this formation at that time. It did not fly until ASEAN organized its own. Association of Southeast Asian Nations, which is composed of 10 countries in Southeast Asia, and soon Timor-Leste is going to be added into this formation. It is now the 50th year of the ASEAN. And what was originally a mere economic cooperation formation in the region has now also taken up the issues on peace and militarism. It is, of course, not a very pronounced agenda. Coupled with the ASEAN, they have organized the ASEAN Regional Forum. And this one, clearly, was the formation that is meant to take up military agreements, joint military exercise, and military training among the ASEAN countries. So the evolution of this formation is not independent from US policy. It's always there. And in terms of NATO, the Philippines, the ASEAN is not part of NATO. But there is what we call the proxy involvement through either Japan and now strongly through Australia. And so the trend in the ASEAN region is for the different ASEAN countries to be forging or signing military agreements, defense agreements, bilaterally mostly. And in effect, this becomes a more comprehensive a cooperation among the different countries. There is what you'd call the formation of ASEAN countries that are trying to protect each other despite its conflict, but it's also a club that tolerates human rights violations. There is this policy of non-interference. And so in terms of trying to discipline each other, that does not exist at all. Um,
When it comes to military agreements and defense agreements, there are varied forms, but in Asia, we find ourselves as the area where, one, military exercise is being done. Things that cannot be done inside the United States would have to be done in the Philippines or elsewhere, practically in all of the ASEAN countries. And when we say military exercise, these are actual war games using live ammunition, and the different war exercises happen, not only on land, but at sea as well. And so that involves eventually toxic contamination of our land and waters. So military training also happens on air and at sea. So the complete package of military exercise happens in Asia. There's also this agreement that the Philippines recently signed, which would basically allow the United States to station its military hardware. What has been rejected 20 years ago in terms of military basis agreement has been returned, but under a different setup, and this is a trend nowadays that the United States forges because it becomes cheaper for them. The host country basically spends for the stationing and the presence of U.S. forces in our country in the guise of our own security. This is not only true for the Philippines, true for Singapore, for Indonesia, and especially for a highly militarized country like Japan and Korea. But at the same time, while these are all happening, the impact of the presence of military installations and military forces is borne by the residents of these countries, ranging from economic deprivation, land grabbing, mostly lands that belong to the indigenous peoples. There's also the problem of women being abused, including children, during rest and recreation. There's also this problem of the government prioritizing spending money for the presence of military forces in our country in the guise of security. And this is strongly for not only for the Philippines, but for other countries like Japan and Korea. But there's always, you know, when we have challenges like this, it's both a problem, but it's also an opportunity. And for me, in terms of looking at alternatives, I would not be saying differently from what Anne has said about diplomacy and all this dialogue. But I would say that coming from a tradition in the Philippines of being able to remove dictatorship, that we as a people should continue to realize our own powers. The power of the people should always be the basis of our struggle. So I think I would end there, so we can continue. Thank you very much, Corazon. It was very impressive to hear your experience and how you are suffering about the military and militarization and the United States of America. Now, I would like to ask Nuray Sanka to tell us a little bit about the situation in Turkey and the peace movement over there. Herkese merhaba.
No, it's easier like this. Ich sage jetzt gerade mal, weil wir hier mit dem Mikro Probleme haben. Sie wird auf Türkisch sprechen und Sedat wird es ins Deutsche übersetzen und dann kommt auch die Übersetzung ins Englische über die Kopfhörer. She will talk in Turkish and Sedat will translate her to German and then the translators will bring it to English via headphones, like always. Tekrar merhaba. Birinci konuşmacı arkadaşım Anne Kore'den bahsederken benim de aklıma Türkiye'nin Kore ile ilgili bir hikayesi vardır. Onunla başlamak geldi. Türkiye bir NATO üyesidir ve NATO üyesi olmasının aslında başlangıcı 1950'li yıllardaki Amerika'nın Kore'yi işgaline gönüllü olarak katılmasıdır. Ve ondan sonra NATO'ya üyeliği Türkiye'ye bir ödül olarak verilmiştir. Ve o zamandan beri de Türkiye bir NATO ülkesidir. Kore'de çok sayıda Türkiye'li öldü. İşte Kore'nin haritadaki yerini bilmeyen bir sürü genç Kore'ye gitti. Ve Türkiye Kore'ye üye olsun diye savaşırken bir sürü insan orada öldü. Vielen Dank auch nochmal von mir. Da Anne Wright angefangen hat in Korea, ist mir da eingefallen, dass zu Zeiten des Koreakrieges auch die Türkei als ein NATO-Mitglied sich freiwillig an den Operationen in Korea beteiligt hat. Und dort viele Jugendliche auch aus der Türkei, ohne überhaupt zu wissen, wo Korea auf der Landkarte liegt, zu Hunderten und Tausenden dort gestorben sind. Und spätestens seitdem auch die Türkei auf der Seite der NATO seinen Platz eingenommen hat. NATO kurulduğunda aslında başlıca amacını sosyalist kampanyada Varşova Paktı ülkelerine karşı hür dünyanın, sözde hür dünyanın temsilcisi olarak ve onun çıkarlarını korumak için kurulmuştu. Ve o zaman işte dünyada iki kutup vardı ve bu iki kutuplu dünyada başını Amerikan emperyalizminin çektiği kapitalist sistemin düzenini korumak, onun geleceğini garanti altına almak için kurulmuş bir örgüttü. Die NATO, als sie gegründet worden ist, ist als quasi als eine Art Bündnis gegen den Ostblock, als eine Art Verteidigerin der freien Welt gegen den Sozialismus, so auch selbst bezeichnet, an dessen Spitze auch der amerikanische Imperialismus stand und auch diesen auch sich verstanden hat als eine quasi Sprecher der freien Welt gegenüber der Unterdrückung, die im Warschauer Pakt und den Staaten des Warschauer Paktes herrscht. Tarihin son derece kirli işlerine imza atmıştır. Bir yandan işte sosyalist kampa yönelik bir kapitalizmin güvencisi olarak var olurken, diğer yandan da işte bir sürü darbelere, ülkelerde birçok darbe organizasyonlarına ve başka ülkelerin iç işlerine karışmaya ve o ülkelerde muhalefeti bastırmak için kontrgerilla örgütlenmelerini oluşturmaya ve bunları eğitmeye kadar geniş işlevlerle kendisini tanımlamış bir örgüttür. Seitdem hat die NATO ständig sich in die Angelegenheiten fremder Länder eingemischt, sich an dreckigen Geschäften beteiligt, sei es die Unterstützung von Putschen in verschiedensten Teilen der Welt, bis hin zur Schaffung und Ausbildung auch verschiedenster sogenannter Rebellengruppen, um Veränderungen in den verschiedenen Ländern herbeizuführen. Berlin duvarının yıkılmasından sonra NATO'nun Soğuk Savaş'la ilgili son işi Balkanların parçalanmasında, özellikle eski Yugoslavya topraklarının parçalanmasından sonra yapılan Dayton Anlaşması'yla bölgeye konuşlanmasıyla oldu. Und nach dem, insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer, hat es sich die NATO zur Aufgabe gemacht, auch die europäische Karte weiterhin mitzugestalten, insbesondere bei dem Angriffskrieg auf Jugoslawien und die Teilung Jugoslawiens auch mit weiter vorangetrieben. NATO, bu ülkeye yerleştikten sonra
bütün kamusal kaynaklar, kamu malı olan, halkın malı olan kaynaklar, devlet malı olan kaynaklar özelleştirildi. Transkafkasya petrol boru hatlarının yeniden paylaşımı, bu boru hatlarının nereden geçeceğine ilişkin güvence ve bu boru hatlarının etrafındaki arazilerin ve doğal varlıkların yeraltı kaynaklarının yeniden paylaşımında jandarmalık rolü yaptı. Und nachdem sich die NATO nun auch in Jugoslawien festgesetzt hat oder in den ehemaligen Jugoslawien, dort unter anderem die Privatisierung vieler öffentlicher Unternehmen und Institutionen vorangetrieben, sowie der Ölpipelines, der transkaukasischen Ölpipelines über Europa, die Koordination dessen übernommen, wie die zukünftigen Energiewege nach Europa auch in Zukunft aussehen werden. Soğuk savaş bittikten sonra NATO'nun işlevinin bittiği, aslında işlevsizleştiği ya da yeni işlevinin ne olacağına ilişkin bir sürü tartışma yapıldı ve hatta bazıları NATO'nun artık gereksiz bir örgüt olduğunu, dünyanın çünkü artık bir barış dönemine girdiğini, küresel bir demokrasinin olacağını ve bu böyle bir ortamda da artık savaşlara yer olmayacağını iddia ettiler. Nach dem Zerfall des Ostblocks wurde viel darüber diskutiert, was nun mit der NATO passieren soll, weil es ja quasi das Ende der Geschichte gekommen sei und die Welt in Frieden leben würde. Und insofern ist es halt interessant, so als dass die Aufgabe der NATO ja quasi in dem Fall sich ja gegeben hätte. Aslında bu iyimserlik havası çok kısa bir zamanda sona erdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'ı işgali ile birlikte aslında NATO'nun yeni işlevi de yavaş yavaş belirmeye başladı. Aber spätestens dann mit dem Invasion Afghanistans hat sich erneut die Funktion dieser Organisation nochmal erneut gezeigt. Afganistan ve Irak'la ilgili Amerika'nın ve müttefiki İngiltere'nin ileri sürdüğü savlar aslında dünya halklarını ikna etmemişti ve 2003 yılında birçok metropolde, birçok ülkede 15 Şubat eylemleri yapıldı ve her ülkede milyonlarca insan bu yürüyüşlere katıldı ve savaşı lanetledi. Aber auch während des Krieges in Afghanistan und Irak haben viele Völker der Welt nicht an die Lügen, die mit denen diese Kriege legitimiert worden waren, geglaubt und sind halt international an den sogenannten 15. Februar-Demonstrationen in vielen Großstädten auf der Welt auch auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg zu protestieren. O sırada ortada bir savaş vardı ama düşmanın kim olduğu henüz o kadar belli değildi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeniden paylaşım sürecini başlatmasıyla ilgili bir savaştı bu ve o zaman bazı yazarlar savaş düşmanını arıyor diye makaleler yazdılar. Bei diesen Kriegen, die dort begonnen haben in Afghanistan und Irak, war nicht ganz klar, wer der eigentliche Feind ist und man hat einige Journalisten haben dann auch sogar gesprochen, dass es den Krieg bereits gibt, aber der Feind wird noch gesucht oder wird noch geschaffen. Dass davon so gesprochen wurde. Bugün Irak işgalinin sonuçlarını hem o bölgenin bir parçası olarak bizler, öbür taraftan da burada yaşayan sizler çok yakın sonuçlarıyla hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Aber die Konflikte, die im Nahen Osten herrschen, sowohl im Irak als auch bei uns in der Türkei, als auch hier, also die Auswirkungen davon sind sowohl in diesen Ländern als auch hier bei Ihnen in Deutschland deutlich zu sehen. Irak işgalinden itibaren Orta Doğu'da özellikle iki tane hat oluşturuldu. Birisine Şii hat, öbürüne Sünni hilal deniyor. Ve o zamanlar çok yaygın olan medeniyetler çatışması tezi kapsamında bölgedeki mesleki ve etnik fay hatları kaşındı ve aslında halklar birbirine karşı düşman edildi. Ve bu düşmanlaştırmanın sonucunda işgalin arkasından özellikle eski Baas partisinden kalan artıklar ve radikalleşmiş Sünni silahlı güçler türedi ve aslında bugün IŞİD olarak yaşadığımız IŞİD olarak ortaya çıkan silahlı radikal güçler o müdahalenin bir ürünüdür kısmen. Und spätestens seit dem Irakkrieg haben sich auch deshalb im Nahen Osten zwei Achsen ergeben. Einmal die sogenannte schiitische Achse und dann die sunnitische. Und
mit Hilfe, also anhand der Religion und der Ethnie, wurden die Völker des Nahen Ostens gegeneinander aufgehetzt. Und auch das, was heute unter dem Namen des IS in Syrien und Irak sein Unwesen treibt, ist auch ein Überbleibsel genau dieses Konfliktes. Überbleibsel einerseits der ehemaligen Ba'ath-Partei und sowie verschiedenster radikaler islamistischer Gruppierungen in diesem Land. Türkiye'de örneğin IŞİD birçok bombalama olayı gerçekleştirmiştir. Bundan bir tanesi, bunların bir tanesinde 10 Ekim 2016'da gerçekleşen Ankara katliamıdır ve o katliamda da benim partimden 13 yoldaşımızı kaybettik. Toplam ölü sayısı 100'dür ve onun dışında neredeyse her ay bir patlama gerçekleşmiştir. Der IS hat auch in der Türkei zahlreiche Bombenattentate verübt. Einer der größten war der am 10. Oktober 2015 bei einer Friedensdemonstration in Ankara, bei der auch 13 Genossen meiner Partei getötet worden sind, sowie insgesamt über 100 Menschen, die dort für den Frieden demonstriert haben. Demin de söylediğim gibi IŞİD kendi başına ortaya çıkmamıştır. Bölgede IŞİD'in ortaya çıkmasını sağlayan koşullar vardır ama özellikle Suriye bir laboratuvar ülke haline geldiğinden beri o bölgede sayısız silahlı terörist örgüt ortaya çıktı ve bu örgütlerin her biri büyük devletler tarafından, büyük kapitalist devletler tarafından desteklendi ve onlar adına bu silahlı çeteler orada bir savaşı vekaleten yürüttüler. Natürlich ist so eine Organisation wie der IS nicht von selbst entstanden, sondern seitdem diese Konflikte dort bestehen in dieser Region, wurden verschiedenste sogenannte Rebellengruppierungen von großen Staaten auf der Welt mitfinanziert, bewaffnet und gegen verschiedenste Kräfte gegeneinander ins Feld gebracht. Und die Kriege, die damit geführt worden sind, sehen wir die Auswirkungen heute. Entschuldigung, wir verstehen hier auch nichts. Das ist wahrscheinlich nicht so machbar, eine Debatte zu führen über die Abfolge dieser Diskussion jetzt. Ich glaube, wir sollten das Podium zu Ende kommen lassen und öffnen uns dann nochmal. Vielleicht kann man die Fragen dann nochmal etwas zugespitzter auch stellen, um da nochmal ein bisschen detaillierter einzugreifen. Aber ich würde gerne das Podium jetzt erst nochmal zu Ende kommen lassen. Devam etmek istiyorum. Yaptığım bir propaganda değil, açıkça Orta Doğu'da yaşanan gerçeklerle son derece ilgili bir durum. Devam etmek istiyorum o yüzden. Dolayısıyla, tabii şöyle devam edeyim. 2011 yılında biliyorsunuz Arap ayaklanmaları gerçekleşti ve bu Arap ayaklanmaları sırasında Libya işgal edildi. Kaddafi öldürüldü. Ve buraya ilk müdahaleyi yapan Avrupa'dan bir devletti, Fransa'ydı. Also erstmal ist das, was ich mache, keine Propaganda, sondern hat sehr viel mit der Realität im Nahen Osten zu tun. Ich möchte weitermachen bei dem sogenannten arabischen Frühling ab Beginn 2011. Auch dort war einer der ersten Mächte, die zum Beispiel in Libyen interveniert haben, auch ein europäischer Staat, nämlich Frankreich. Aslında NATO'nun başından beri kendisine biçtiği görevler, misyonlar bir şekilde yeni döneme uyarlanmış olarak yeniden tekrar etti. Neydi bunlar? İşte her zaman isyankar ve itaatkar olmayan halklar, dünya emekçileri, talep eden kesimler, ülkelerdeki muhalefetin bastırılması gibi işlevleri vardı. Ve Arap ayaklanmalarının cezalandırılması bir parça işte Libya'nın işgaliyle başladı. Ve geçtiğimiz birkaç ay içinde NATO prensip olarak, NATO toplantısında prensip olarak Suriye'ye müdahil olabileceğine dair bir prensip kararına vardı. Und da war nochmal die neue Funktion, die sich die NATO nach 1991 selbst gegeben hat, nämlich die Völker, die den Forderungen der westlichen Staaten nicht gehorchen und
aufmüpfig sind gegenüber deren Interessen der Region, diese zu unterdrücken und zu bekämpfen. Und die Intervention in Libyen der NATO-Staaten war ein Zeichen genau dafür, sowohl als auch die Diskussionen auf dem letzten NATO-Gipfel hinsichtlich einer möglichen Intervention in Syrien. Sevgili arkadaşlar, benim ülkem bir savaş ülkesiyle komşu ve bu savaşın hem sınırlarımızın ötesinde hem de sınırlarımızın içinde somut sonuçlarını çok yakından izliyoruz ve bunun Türkiye'deki karşılığı aslında var olan demokratik bütün hakların ortadan kaldırılması oldu ve Türkiye aslında bu savaşın içeride de neredeyse yaşandığı bir ülke haline geldi. Liebe Freunde, das Nachbarland meines Landes ist ein Land, das sich im Krieg befindet, im Bürgerkrieg und im Krieg befindet. Und dieser Krieg ist nicht nur einer, der außerhalb unserer Grenzen, sondern auch in unsere Grenzen hineingetragen wird. Und ein Ausdruck davon ist, dass in der Türkei weiterhin die demokratischen Rechte faktisch aufgehoben werden und das politische System auch darauf ausgerichtet wird, sich diesem Konflikten, die da geschehen, auf irgendeine Art und Weise auch zu beteiligen. Türkiye bu toprakların, özellikle Orta Doğu bölgesindeki toprakların, başta Suriye olmak üzere, bu toprakların kendisine Osmanlılar döneminde ait olmasından yola çıkarak burada hak iddia ediyor ve dolayısıyla orada süren paylaşım savaşından kendisine de bir kar elde etmek, bir fayda sağlamak istiyor. Und auch die türkische Regierung sieht sich in diesem Fall in der Tradition des Osmanischen Reiches, das viele dieser Gebiete im Nahen Osten einst beherrscht hatte und auch daran interessiert ist, eine erneute Stellung erneut einzunehmen in der Region. Başka ülkelerin yaptığı gibi aslında o bölgede ki savaşı kışkırtmak, desteklemek, lojistik sağlamak, sınırların delik deşik olacak biçimde açılması gibi bir dizi savaş politikasını Türkiye'de uyguladı ve Türkiye'deki muhalefet bu uygulamalara karşı sürekli sesini yükseltti, mücadele etti ve bu mücadele hala sürüyor. En son Türkiye'de ana muhalefet partisinin, Türkiye'de neredeyse %25 oy alan ana muhalefet partisinin bir milletvekili şu anda tutuklandı. Ve bunun için ana muhalefet partisi başkanı Ankara'dan İstanbul'a doğru ki yüzlerce kilometre süren bir yolu 40 derece sıcakta yürüyor. Ve her gün giderek, büyüyerek genişleyen bir yürüyüş bu ve başlıca talebi de adalet. Das politische System in der Türkei wird immer weiterhin dahingehend ausgerichtet, genau diesem Ziel als Etablierung einer regionalen Großmacht diese Voraussetzungen werden geschaffen. Aber dass der Widerstand in der Türkei gegen diese Politik wächst ständig weiter an. Zuletzt, nachdem ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei in der Türkei verhaftet worden ist, hat diese Partei und andere demokratische Kräfte in dem Land einen sogenannten Marsch der Gerechtigkeit von Ankara nach Istanbul über hunderte Kilometer hinweg mit der Forderung nach Gerechtigkeit begonnen. Suriye Kürtlerinin bölgede oluşturduğu özerk yapılanmaların Türkiye içindeki Kürtlerin elini güçlendireceği gerekçesiyle daha 3-4 sene önce başlayan çözüm masası devrildi ve şiddet politikalarına geri dönüldü. Ve bunun sonucunda da bugün Kürtlerin seçtiği birçok belediye başkanı görevden alındı, yerine kayyum atandı, milletvekilleri tutuklandı. Dolayısıyla bunları detaylandıracak zamanımız kalmadığı için şunu söylemek istiyorum. Sonuçta biz bu savaşın bütün sonuçlarını aslında Türkiye'deki demokratik kurumların teker teker iptaliyle ve yönetim karar merkezinin bir tek kişi olmasıyla yaşıyoruz. Tamam. Und auf eine ähnliche Weise hat auch die türkische Regierung auf die erstarkende kurdische Bewegung in der Region, also nicht in der Türkei, also sowohl als auch in Syrien, reagiert, indem sie die Bürgermeister kurdischer Städte sowie Abgeordnete kurdischer Parteien verhaften ließ und alle Macht bei einer Person
und zwar beim Präsidenten der Türkei sammeln möchte. Hem zamanımız kalmadığı için hem de Türkiye'den bahsederek ya da Ortadoğu'dan bahsederek aslında buradaki arkadaşlarımızın savaşın çok uzak bir yerlerde gerçekleştiğini ya da Türkiye'deki koşulları ya da Ortadoğu'daki koşulları düşündüğümüzde aslında burada ne kadar rahat olduğumuzu düşünmelerini istemediğim için kısa kesmek istiyorum. Bütün bu süreç aslında dünyada mevcut olan siyasal iklimle ilişkilidir. Türkiye'de yaşananlar bugün Merkel referandum sırasında başkanlık şeyinin yapıldığı başkanlığın oylandığı referandum sırasında Türkiye'ye gelerek bir resim vermiştir. Ama bugün her fırsatta Tayyip Erdoğan'la Merkel arasında bir gerilim olduğu görülmektedir. Ama bu gerilimle hem Merkel hem de Tayyip Erdoğan kendisilerini güçlendirmektedir. Und ich möchte euch darin, also es tut mir leid, dass ich da euch beunruhigen muss dabei, aber nur, also die Türkei ist zwar ein Land, das in dem Krieg mit in der Region mit reingezogen wird, aber ist im Grunde genommen doch das Zeichen für eine Politik, die auch in dieses Land mehr oder weniger mit reingetragen wird. Denn es ist auch die Kanzlerin Angela Merkel, die vor jeder wichtigen Entscheidung, die in der Türkei getroffen wird, in die Türkei reist und dem Präsidenten Erdogan seine Unterstützung zusichert, zumindest symbolisch, indem sie ihm die Hand schüttelt. Bugün barış mücadelesi hepimiz için önemlidir, ama bu sadece savaşın bitmesi, savaş olmaması talebiyle gerçekleşecek bir şey değildir. Aynı zamanda demokrasi mücadelesini güçlendirmek gerekmektedir. Bugün çünkü Avrupa ülkelerinde, az önce arkadaşlarımız da söz etti, Trump'ın seçilmesinde olduğu gibi yükselen radikal sağ partiler, ırkçılık, milliyetçilik, bu savaşın Avrupa ülkelerinin içine kadar taşındığının ya da yakında taşınacağının göstergesidir. Und deshalb ist auch die Forderung nach Frieden insbesondere auch eine, die mit der Forderung nach der Demokratisierung dieser Länder zusammen betrachtet werden muss, weil diese Reaktionen auch oder die Erstarkung rechter Parteien in Europa ist ein genaues Zeichen dafür, dass die Völker dieser Welt ständig gegeneinander aufgehetzt werden und die Spaltung unter den Völkern auch weiter vorangetrieben wird. Şimdi bitirirken affedersiniz propaganda yapacağım. Bugün bu yıl biliyorsunuz Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümü. Bir zamanlar Birinci Dünya Savaşı'na ilhaksız tazminatsız barış sloganıyla son veren, uluslararası ilişkileri ve anlaşmaları bütün halklara ifşa eden Rusya işçi sınıfı orada bir devrim gerçekleşmişti. Sosyalist devrimi gerçekleştirmişti. Bu mücadeleyi buradan selamlamak istiyorum ve sizlerin burada sürdüreceği barış mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin, bizlerin Türkiye'de ya da Orta Doğu'da sürdüreceği demokrasi mücadelesinin, barış mücadelesinin kardeş mücadeleler olduğunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Und jetzt möchte ich nochmal Propaganda machen und zwar heute, also in diesem Jahr vor 100 Jahren, hat sich in Russland die Oktoberrevolution verwirklicht, in der die Kräfte dort insbesondere mit der Forderung nach Frieden viele Völker in der Region und in der Welt, die Sympathie vieler Völker gewonnen hat und möchte deshalb auch nochmal diesen Kampf, der da geführt worden ist, noch einmal begrüßen und sowie allen hier auch Anwesenden und auch hier mit mir Sitzenden, die mit uns gemeinsam für Frieden kämpfen, auch nochmal grüßen und weiterhin auch solidarisch miteinander zu sein. Ja, vielen Dank, liebe Nuray. Ich war im März in der Türkei und habe bewundert, mit wie viel Elan, mit wie viel Mut Menschen auf die Straße gegangen sind, um diese Hayir-Kampagne, die Nein-Kampagne zu gestalten. Das war bewundernswert, mit welchem Mut, mit welcher Tapferkeit die Menschen auf die Straße gegangen sind, in einem schier ausweglosen Kampf,
weil es war nur das Jahr von Erdogan in den Stadtbildern zu sehen, aber die Bewegung von unten, das war doch ein ganz wesentliches Element der Gegenwehr, und da war ich doch sehr angetan, dass also kein horrender Sieg dabei rauskam, sondern tatsächlich der Widerstand sichtbar wurde. Das hat uns sicherlich auch für unseren Kampf hier Mut gemacht. Ich will jetzt überleiten auf die bundesrepublikanische Situation und die europäische Betrachtung dieser augenblicklichen Lage der Unübersichtlichkeit, von der wir alle irgendwie täglich betroffen sind und suchen irgendwie nach Lösungen, nach Zusammenhängen, nach auch Verbündeten für den gemeinsamen Kampf. Die Situation ist kompliziert, das wird sicherlich der Rainer Braun auch noch mal erläutern. Rainer, du hast das Wort. Herzlichen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was hat eigentlich Frieden oder Militarismus mit G20 zu tun? Erste Antwort ist ja schon gesagt worden, heißt NATO. 8 der 20 an diesem Tisch sitzenden, ich zähle jetzt die Europäische Union als eins, obwohl nicht alle Staaten der Europäischen Union Mitglieder NATO sind, 8 der G20-Staaten gehören der NATO an. Dieses ist aber bestenfalls die halbe Wahrheit, und die wäre schon schlimm genug. Diese NATO haben mit weiteren 8 der G20-Staaten militärische, sicherheitspolitische Abkommen, meistens unter dem Stichwort Partnership for Peace, aber auch seit den letzten Gipfel von Brüssel und den Gipfel von Warschau davor unter anderen sicherheitspolitischen Vereinbarungen. Diese Staaten sind Japan, Indien, Australien, Mexiko, Südkorea, Indonesien und Saudi-Arabien. Es sitzen also 16 Staaten an diesem Tisch, die in engster Weise mit dem Militärbündnis verbunden sind, das sich offensiv auf seine Fahnen schreibt, die Rohstoff- und Profitinteressen, die Handelswegsinteressen der wesentlichen imperialen Mächte dieser Welt zu sichern. Dass dieses nicht friedensfördernd ist, erleben wir jeden Tag. Und unter diesen 16 sind vor allen Dingen bei den Partnerländern eine ganze Reihe, die heute schon die angestrebten 2% Bruttosozialprodukt ihres Landes für Rüstung ausgeben, die also hoch militarisiert sind. Das ist ja das Traumziel der NATO. Und wer irgendwie noch überlegt hat, die CDU, CSU zu wählen, auch dieser Partei festgeschrieben im Wahlprogramm, dass wir in Deutschland nicht mehr 37 Milliarden, was ich für viel zu viel halte, sondern bis zu 70 Milliarden für Rüstung und Krieg ausgeben. Diese sitzen am Tisch und verhandeln, worüber komme ich gleich noch drauf. Es ist aber noch nicht alles. Diese G20 geben 83% der weltweiten Rüstungsausgaben in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar, Zahlen von 2016 und 2017, aus. Sie sind also der größte Spender von Militärausgaben in der Welt, der größte Block, der das macht. Sie sind an 85% des Rüstungsexports beteiligt. Salopp gesagt, es gibt auf dieser Erde kaum einen Rüstungsexport, der ohne sie stattfindet. 6 der 9 Atomwaffenmächte sitzen an dem Tisch G20. In Prozent umgerechnet, 96% der noch existierenden Atomwaffen, jetzt in Häkchen und symbolisch, sitzen an dem Tisch. Von den 20 haben nur 6 bei den Vereinten Nationen verhandelt über das Atomwaffenverbot, über den Atomwaffenverbotsvertrag, der nächste Woche verkündet wird. Da haben aber 130 verhandelt. Die größten Rüstungsproduzenten, Rüstungsausgeber sitzen in Hamburg und nicht in dem demokratisch legitimierten
Vereinten Nationen am Tisch, um über atomare Abrüstung zu verhandeln. Dieses ist die Realität des Militarismus, der sich hier die nächsten Tage treffen wird. Es wird noch ergänzt, alle 20 Länder, die an dem Tisch sitzen, sind an Kriegen und Konflikten auf dieser Erde beteiligt. Kein Land dieser 20 ist nicht an einer kriegerischen, hochkonfliktorientierten Auseinandersetzung beteiligt. Und dieses zeigt die Kriegsdynamik, die sich hier in Hamburg trifft. Und da muss ich mit einer Legende aufräumen, die ja immer noch so schön transportiert wird und die Frau Merkel und wahrscheinlich auch Herr Macron Freitag und Samstag wieder vor sich herschieben wollen. Die friedliche Europäische Union. Die Europäische Union ist an 16 weltweiten Interventionskriegen beteiligt. Von Kosovo über Mali, Kongo und weitere, inklusive der sogenannten Verfolgung der Piraten im Golf von Aden. Diese Europäische Union entwickelt zurzeit das, wovon Anne ein Lied singen kann, ein Military-Industrial Complex, ein militärisch-industriellen Komplex. Sie haben es schon immer bei Airbus. Sie entwickeln es bei der Marine. Sie entwickeln es bei Tanks zwischen Frankreich und Deutschland. Und sie wollen es entwickeln bei den Kleinwaffen. Da sind die Widersprüche noch am größten. Diese Europäische Union entwickelt sich auch hin zu dem, was das Traum einiger ist, einer europäischen Armee. Das ist noch nicht sofort durchsetzbar, selbst nach Brexit nicht. Was es aber gibt, und wir sollen uns diesen Begriff vielleicht merken, sind Ankerarmeen. Ankerarmee heißt, kleinere Armeen schließen sich an und werden integriert in die großen Armeen Europas. Und wer ist die beste und größte? Die Bundeswehr. Die Tschechen, die Holländer, die Polen, die Slowaken haben Teile ihrer nationalen Armee in die Bundeswehrstrukturen integriert. Das nennt sich oder schimpft sich Ankerarmeen. Das soll ausgebaut werden, nach Frau von der Leyen's Wünschen oder Hoffnung. Und das ist für mich die Grundstruktur einer europäischen Armee, die jetzt verstärkt wird durch die zunehmende Integration der französischen und der Bundeswehrarmee. Dazu haben Macron und Merkel bei ihrem ersten Treffen die ersten Integrationsvereinbarungen für ein Armeekorps in Rheinland-Pfalz und das französische Armeekorps in Lothringen getroffen. Also der Weg zu dieser europäischen Armee geht scheinbar schneller, als wir gedacht haben. Dazu kommt, und da so viele dankenswerterweise und Gott sei Dank so viele junge Leute hier in Saar sind, ein deutlicher Ausbau der Militärforschung in Europa. Fürs erste Mal wird in dem Budget 2019 19 Millionen im europäischen Budget für Rüstungsforschung ausgewiesen. Dieser Anteil soll sich bis 2021, 2024 auf 500 Millionen stärken und ausgeweitet werden. Das heißt, Rüstungsforschung ist eine dominante Frage und ist auch völlig klar in der Konkurrenz zu USA und den anderen muss man, wenn man militaristisch denkt, in diesem Bereich entwickeln. Und last not least, zur Militarisierung Europas, wenn man schon so toll alles voran militarisiert, was braucht man auch? Ein militärisches Hauptquartier. Dieses ist vor 3 Wochen in Brüssel eröffnet worden. Das ist unsere schön friedliche Europäische Union. Damit endgültig, und ich hoffe, ihr transportiert diese Information weiter, die Legende, ja die Lüge über die so friedliche Europäische Union, die dann immer noch als Alternative zu dem hochgerüsteten Vereinigten Staaten propagiert wird, endlich in das zusammenfällt, was es ist, eine Lüge, die mit der Realität nichts zu tun hat. Jetzt ist aber dieser G20,
dieses G20-Block nicht nur ein Block von Militaristen, die eine Sprache sprechen. Imperial heißt auch immer imperiale Konkurrenz. Und diese Konkurrenz drückt sich auch in der Konfrontationspolitik der meisten Staaten von G20, vor allen Dingen in Europa, plus der USA, plus Kanada, gegenüber Russland und China aus. Russische Einzirkelung, NATO an die Ostgrenze, an die Westgrenze Russlands, das ist Konfrontationspolitik, die auch geschieht, die aber die nächsten zwei Tage unter dem Deckmantel der gemeinsamen Interessen nicht genannt wird, aber umso stärker fortgesetzt wird. Eine weitere amerikanische Brigade kommt nach Polen und ich hätte mir niemals mehr träumen können lassen, dass deutsche Truppen wieder 250 Kilometer von St. Petersburg entfernt stationiert sind. Das ist eine Schande, wenn man die deutsch-russische und die deutsche Beziehung und unser Verhältnis zur Sowjetunion ansieht. Diese Konfrontation gibt es auch von einer ganzen Reihe von Staaten der G20 gegenüber China. Das heißt, die G20 militaristische Zusammenarbeit ist einerseits eine Rüstungsentwicklung, die von allen als Dynamik vorangetrieben wird, andererseits aber auch eine militaristische Konkurrenz. Beides muss man sehen. Und in dieser Konkurrenz liegt auch eine riesige Gefahr für den gesamten Weltfrieden, weil diese Konkurrenz zurzeit durch eine ungeheure Aufrüstungswelle in allen Teilen der Erde und durch eine gigantische, und jetzt ist es falsch zu sagen, Modernisierung, man muss sagen, durch die gigantische Anschaffung neuer, perfektionierter Atomwaffen vorangetrieben wird. Deswegen ist dieses Treffen auch ein Treffen all derer, die maßgeblich für die existierende Kriegsgefahr und die Dynamik dieser Gefahr hin zu einem großen Krieg verantwortlich sind. Und deswegen ist das Recht, unser Protest notwendig. Und da will ich auch ein kritisches Wort zum Eröffnungsplenum sagen. Wenn in dem Eröffnungsplenum völlig berechtigt gesagt wird, Kernpunkte der Auseinandersetzung sind Demokratie, ist die Ökonomie und ist die Ökologie und wir müssen unsere Alternativen dazu formulieren, dann muss ich sagen, dort fehlt als vierter Punkt Frieden. Ohne Frieden ist das alles nichts. Und ohne Frieden werden wir das alles andere nie erreichen. Oder glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass man mit einem Budget, das dann weit über 2 Billionen hinausgeht, die Sustainable Development Goals finanzieren kann und realisieren kann? Glaubt denn jemand ernsthaft, dass unter einer weltpolitischen Konfrontationssituation das Klimaabkommen von Paris auch nur in Ansätzen Realität werden kann? Dazu, und jetzt bin ich beim Punkt Alternativen, brauchen wir, und das ist mein erster Gedanke zu Alternativen, wir brauchen Kooperation weltweit in legitimierten Gremien und nicht in Zusammenschlüssen, die sich selbst ernennen und durch Bruttosozialproduktzahlen zustande gekommen sind, über deren Qualität man streiten kann. Und da gewinnt die Vereinten Nationen, die UN, eine entscheidende Rolle. Verhandlungen müssen im Rahmen von den Organisationen geführt werden, die legitimiert dazu sind. Und das ist als allererstes die UN. Und das ist möglich. Das zeigt das Klimaabkommen von Paris. Und das zeigt jetzt auch die Verhandlungen über einen Verbotsvertrag zu Atomwaffen. Man kann dort zu Ergebnissen führen, die alle Staaten dieser Erde gleichberechtigt berücksichtigt und nicht nur die, die sich selbst ernannt, für die größten 20 auf dieser Erde halten. Das ist undemokratisch, das ist kolonialistisch und ist nicht mehr mit der Weltordnung des 21. Jahrhunderts vereinbar. Zweiter Gedanke zu der Politik ist, ich glaube, wir können ein bisschen von Europa lernen. Und das Lernen heißt, zu überlegen, ob die Politik von Willy Brandt und Olaf Palme, eine Politik der gemeinsamen Sicherheit, meine Sicherheit ist nicht mehr wert und erst dann sinnvoll, wenn ich die Sicherheit des anderen mit berücksichtige. Ob das nicht eine Politik ist, die in anderen Teilen dieser Erde, vor allem dort, wo es Konflikte gibt, die Grundlage sein muss.
und eine Grundlage sein kann für eine neue Form, dass dies geschieht. Damit dies alles Realität wird, mein letzter Satz, müssen wir viel mehr auf der Straße gehen, müssen wir Umwelt, Ökologie, globalisierungskritische Bewegungen und alle, die für Veränderungen einstehen, noch und viel stärker zusammenführen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Rainer Braun. Und auch für diese aufmunternden Worte, was zu tun. Diese Frage würde ich jetzt gerne ins Publikum geben. Ich glaube, wir haben keine Funkmikros hier. Von daher müsstet ihr einfach hier runter kommen, wenn ihr euch zu Wort melden wollt. Natürlich dürft ihr auch Rückfragen zu den vorherigen Beiträgen geben und Kommentare abgeben. Ich möchte euch aber bitten, euch kurz zu fassen, auf 3 Minuten zu begrenzen, damit möglichst viele zu Wort kommen können, weil wir möchten am Ende schon auch dem Podium nochmal die Möglichkeit geben, eure Beiträge entsprechend zu kommentieren und ein Resümee zu ziehen. Bitte sagt kurz euren Hello. Namen und Hello, my name is Peter Grant. I'm going to say this in English, even though I speak German, because it's easier for me. I've been in the anti-war movement for the past, since I was 18 years old, starting in the Vietnam, anti-Vietnam thing, mainly trying to agitate U.S. soldiers through Fight Back, an underground newspaper for GIs in Europe, through the Stop the War Brigade with veterans, veterans' families during the Iraq War and the Kosovo War. And this is very, very important work. And I started out very young as a pacifist and developed going over to an anarchist to a revolutionary communist. And therefore, I think I have tremendous respect for the people here, especially for Anne, who are trying through dialogue to try to convince politicians and the people for peace. But to tell you the truth, if you look at the system, and I thank Rainer Braun for his exposure about this, I don't think it's possible. And it's only going to be possible if we really get rid of capitalism. And in order to do that, you need a program, you need a strategy, and so forth. We can't do that here in Hamburg over during the G20 here, but I hope that I can influence a lot of young people. It's their world, it's their world, and we have to get rid of capitalism in its imperialist stage. I learned at a very early age when I came to Germany from Rosa Luxemburg, who I read, imperialism means war. And unless we get rid of imperialism, which is the highest stage of capitalism, we will have war. And we have a fascist now in power in the United States, Trump and Pence regime, that we're really trying, doing everything we can to get it rid of it. And this guy has his thumb on the red button. And he has said, we have nuclear weapons. Why not use them? So we, future generations, are in deep trouble. I'm a tour guide in Berlin. And I see all kinds of young people from all over the world come there partying, having a great time. And I remember reading a book, Guns of August, in which she writes, in 1912, if you were on a boat going up the Rhine, you would see Dutch and Belgian and Germans all dancing under the moon. Who had ever thought that in 2 years they would be murdering each other in the trenches in France and in Russia? And I look at the young people today, and I say, I think the same thing. Look, they're having such a great time and everybody's out here partying. But what, in 2 years, they're all going to maybe be in the trenches again, killing each other. And we have to prevent that. Thank you. Ein kleiner Hinweis sei mir noch gestattet, weil wir das vorher noch nicht gesagt haben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also, falls ihr hier sprecht und nicht aufgezeichnet werden solltet, wolltet, meldet euch dann entsprechend. Aber ich will es weiter noch öffnen auf, für Fragen, für Anregungen. Für Andreas hatte sich schon gemeldet, Willi. Dann Jörg.
Mein Name ist Andreas Grünwald, ich bin aktiv im Hamburger Forum, kurz zu meiner Person. Erstmal vielen Dank, dass Sie alle nach Hamburg gekommen sind. Es freut mich wirklich sehr, dass wir Ihnen zuhören können. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, den verschiedenen Beiträgen. Ich vermisse, oder ist, vielleicht ist das ein falscher Gedankengang, aber ich vermisse eine Aussage in der Frage Alternativen für den Frieden. Sie haben ja über die NATO vielfältig Ausführungen gemacht. Die Aussage, die ich vermisse, lautet, dass wir diese NATO verlassen müssen, dass wir aus der NATO austreten müssen. Oder gibt es eine Möglichkeit, dieses Militärbündnis zu reformieren? Ich kann das nicht aus Ihren Vorträgen heraushören. Dankeschön. Andreas, hier war jetzt eine weitere Wortmeldung. Bitte schön. Hello, my name is Tord Björk from Friends of the Earth Sweden. I'm very glad to see so many people here. I'm afraid in Sweden internationalism is not that popular anymore. I was a little bit amazed because I participated in the discussion before on economy. And I thought here really anger would be, because I mean if something really extreme is going on in the world is the economic differences. But it was a very calm discussion. And then suddenly when we speak about peace, we get excellent contributions from Turkey and United States and Germany and so on. And I think that is very interesting because peace is a word which has been with the humanity since 1,000 years. And it has a lot more into it than anything else. I have a little critical comment, and I think it's the question of that we have to address even further the discussion on how to unite the arguments in such a way that we build a common movement and not the peace movement, not an environmental movement, not the social movement. And here I would say in Sweden it's quite clear, it's not the military-industrial complex which is the problem. It is the nuclear industry that now is taking over Ukraine. The Swedish nuclear industry is the one who has been able to wipe out Russian interest in to very many of the nuclear power plants in Ukraine. It's the Swedish banks who have won billions in destroying the economies of the rural parts of Baltics. And this is what we have seen since 2008, an intensification of getting cheaper nature resources and cheaper labor. And that is why NATO has included to protect getting resources from everywhere else to Sweden and Germany. And with that step forward, I think we can build a great momentum. Thank you very much for the thing. And I do hope that the message by the peasants and the women's on the 8th of March 1917 in St. Petersburg will be listened to again. Peace, bread and land. Thank you. Thank you, Jörg. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Ich würde noch einer Frau auch danach das Wort geben, das heißt, ich würde sie sogar vorziehen, aber dann anschließend das Ganze zurück an das Podium geben wollen. Hello, mein Name ist Alexander, ich bin ein Historiker hier, also Teilzeithistoriker. Besser, wenn ich es auf auch Englisch erkläre, das wird viel einfacher für mich. Actually, because I've been studying the foundations of the Bundeswehr in the past couple of years, in the beginning of the from its inception, I would just like to add some sort of a counter argument, because the Bundeswehr was founded, not executed, under the best intentions about citizens' rights, about protection of what people should regard as fundamentally moral. There was an inner constitution, moral constitution, which again kind of failed when, you know, in the 60s and 70s,
people who came up with some of these ideas actually were pushed aside. This never materialized. If there is an opportunity for a new European army, and there is a challenge of creating a new institution from the beginning, perhaps somebody can use that blueprint. Because again, I know that there has been extensive political as well as civilian political influence when the Bundeswehr was created. And the same can apply in possibly a new European army if the people could convince the politicians to follow a different route. There is a blueprint. I would just like to remind you that it took place in 1951 to 1955. And yeah, so thank you very much. Thank you. Olga? Mein Name ist Holger Griebner. Ich bin aktiv im gewerkschaftlichen Arbeitskreis von Verdi und bin im letzten halben Jahr dreimal eingeladen gewesen, von der Partei von Nuray teilzunehmen an einem Prozess in Ankara. Genau darum drehte sich das, um den Tod dieser 100 Menschen. Und ich habe dort während meiner Beobachtung, so auch nachzulesen in der Veröffentlichung von Verdikt, der Zeitung der Richter und Staatsanwälte von Verdi, definitiv sehen und erkennen müssen durch die Beteiligung von traumatisierten Teilnehmern dieser Demo und Erlebnisschilderungen. Es hat dort der IS gemeinsam mit den Behörden, gemeinsam mit der Stadtregierung von Ankara gemordet und im Anschluss an die Selbstmordattentate, die zwei gesprengten Bomben dort, die Menschen mit Pfefferspray bekämpft, die Krankenwagen nicht rangelassen und selbst sich mindestens für den Tod von ein Drittel aller dort Gestorbenen verantwortlich gemacht. Ich kann euch davon ein bisschen mehr erzählen am 8.7., wenn ich im DDEF-Blog nochmal meine Erfahrungen auf der Demonstration auswerte. Wir sind nämlich mit dabei auf der großen Demo am 8.7. in dem Friedensblog. Diese Demo, die dort kaputt gesprengt wurde, stand unter dem Motto Frieden jetzt, dem Krieg zum Trotz sofort. Und unsere Demo steht unter der Überschrift Kriege beenden, abrüsten an die Stadt G20. Wir treffen uns am 8.7. 11 Uhr Deichtorhallen. Deichtorhallen. Es gab vorhin noch eine nicht verständliche Intervention. Ich will das nicht unterdrücken, deshalb kann man sich jetzt noch mal. Ja, nur zu. Entschuldigung, wir sehen das hier nicht ins Dunkle hinein, deshalb bitteschön. Elsa, du hast dich gemeldet. Du kannst einfach kommen. Danke. Also, ich heiße Elsa Rasbach, ich bin eine US-Bürgerin, aber lebe lange in Deutschland. Ich war hier in den 60er und jetzt seit den Mitte der 90er. Und ich finde alles, also ich fand Rainers Rede sehr stark, ich fand alle Reden stark, aber ich denke, in unserer Analyse können wir nicht alle, auch in G20, in einen Topf total werfen. Also man muss gucken und sehen, was macht China zu Klima, was macht USA zu Klima. Man muss gucken und sagen, ist Russland ist eigentlich Täter wie NATO und USA in den Konflikt? Oder verteidigt Russland sich hauptsächlich, obwohl ich natürlich kritisiere, was Russland in Syrien teilweise gemacht hat. Nicht, dass sie die Linie hält, aber sagen wir, dass mit so Militärmacht, wie das gemacht wurde. Sehr wichtig ist auch zu sehen, was ich sage das als US-Bürgerin, dass Europa ist immer noch sehr viel demokratischer als USA. Das heißt, es gibt viel mehr Chancen, unser Friedenswille auch zum Bundestag zu bringen. Ein Beispiel war letzte Woche, es ist vielleicht nur eine temporäre Sache, wir hoffen, dass es bleibt, aber da haben endlich mal drei Fraktionen sich gegen die Bewaffnung von Drohnen gestellt. Und das waren Linke natürlich, Grüne natürlich, aber überraschenderweise in dem Fall auch die SPD. Die Fragen und die Reden, die dazu gehören, auch die Fragen wegen gezielter Tötungen, die das Europäische Parlament in ihrer Resolution von 2014 gestellt hat. Diese sind Fragen, die gar nicht im US-Kongress besprochen werden. Nicht von einem einzigen
Kongressabende ordnete. Also wir haben sehr viel weniger Demokratie in den USA. Und das heißt, dass man in einer Analyse, wie man was ändert, wie man Ergebnisse erzielt, nicht nur die Gemeinsamkeiten, diese imperialistischen Absichten, die auf jeden Fall in Europa hier sind, oder auch vielleicht in China, Russland, alle, sondern wie im Zweiten Weltkrieg, alle waren nicht gleich. Alle hatten imperialistische Absichten, aber alle waren nicht gleich zu bewerten in der Zeit, und das ist heute auch so, finde ich. Danke. Ja, ich gucke ins Plenum. Habe ich jemanden übersehen? Möchte jemand noch hier zu Wort kommen, Fragen stellen? Da ist noch eine Frage. Herzlich gern. Ich kann leider nicht viel weitergehen. Danke. Ja, ich war nicht ganz vom Anfang an dabei, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt etwas wiederhole. Aber ich denke, Wiederholung kann manchmal auch nicht schaden. Und zwar denke ich, ganz wichtig zum Thema Frieden ist auch das Individuum, ist auch, dass wir im Privaten A, friedlich miteinander umgehen und B, auch aufstehen, wenn, oder auf was anderes dagegen reden, wenn eben Krieg gepredigt wird. Oder wenn mal wieder der böse XY oder die böse XY vor der Tür stehen soll angeblich. Und dass wir einfach so ein bisschen Zivilcourage auch einfach im Wort dabei haben. Dass wir wirklich jeder von uns da aufsteht, Rückgrat hat und nicht dieser Meinungsmacher nichts dagegen setzt, sondern im Gegenteil immer sagt, nee, das stimmt aber nicht. Nur weil es immer wiederholt wird, stimmt es nicht. Die Wahrheit ist nicht unbedingt die, die in der Zeitung steht, nicht unbedingt die, die im Mainstream-Fernsehen läuft, sondern informiert euch bitte woanders. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke. Vielen Dank. Jetzt hatte ich hier noch eine Meldung gesehen und würde dann wieder ins Podium zurückgehen. Bitte schön. Moin, ich bin Sören aus Hamburg. Willkommen in Hamburg für alle, die nicht aus Hamburg sind. Ich schätze Rainer sehr. Ich war auch letztes Jahr auf dem Friedenskongress in Berlin. Das war eine richtig tolle Veranstaltung. Die Rede war sehr flammend, aber ich will so ein bisschen, auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache, ein bisschen dagegen reden. Weil, was sind die Alternativen? Und ich bin da natürlich auch kein Meister, aber wir haben gehört, zum einen Dialog ist wichtig und weniger Geld für Waffen ausgeben ist wichtig. Und meine vielleicht naive Idee ist, wenn wir eine Armee in der EU ein bisschen zentraler gestalten können, dann kann das tatsächlich auch dazu führen, dass wir insgesamt weniger Geld für diese Armee ausgeben müssen, als wenn jedes Land in Europa seine eigene Armee hat. Also kann das auch, wenn es vielleicht für uns jetzt gerade schwierig klingt, eine gute Idee sein. Und der Dialog bei all dem Primamborium, das wir jetzt gerade in Hamburg haben, G20 geht eigentlich auch um Dialog. So. Dass wir das nur nicht vergessen bei all unserem Protest, und der Protest ist wichtig und ich freue mich auf die nächsten Tage, aber lasst es uns friedlich machen. Danke. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt nochmal zurück ins Podium wieder. Wir würden gerne in der umgekehrten Reihenfolge dann agieren. Lieber Rainer. Das gibt mir eine wunderbare Gelegenheit. Vielen Dank für die Bemerkung, und ich denke, dass wir über die EU-Armee noch viel weiter diskutieren müssen. Ich habe meine Position gesagt, ich will noch mal unterstreichen, dass es bei der Finanzierung der EU-Armee immer um zusätzliches Geld zu den nationalen Budgets geht. Es geht nicht um die Auflösung der nationalen Armee, sondern es geht um die Integration und Eigenständigkeit einer europäischen Armee als Zusatzarmee. Deswegen auch die Diskussion der 2% Bruttoinlandsprodukt für Rüstung. Das heißt, die EU-Armee macht überhaupt nichts billiger, sondern ist ein weiteres ergänzendes Kriegsführungsinstrument. Und damit ist sie meiner Sicht nach auf jeden Fall abzulehnen. Wenn die Alternative wäre, dass wir die 1,2 Millionen, die in Europa unter Waffen stehen, zu reduzieren zu einer Armee in Europa von 100.000, möglichst bewaffnet mit Pfeil und Bogen, dann würde es bei mir viel Sympathie dafür geben, und dann können wir darüber reden.
Wir gehen aber den entgegengesetzten Weg. Und den müssen wir meiner Sicht nach verhindern. Und deswegen habe ich das auch so deutlich gesagt. Und deswegen kann ich auch dir nur zustimmen. Jawohl, wir brauchen Dialog für uns. Wir brauchen viel Protest. Und der muss auch in den nächsten Tagen sein. Ein zweiter Punkt, den ich nur mal sagen möchte. Die hier beim G20 zusammenkommen, die kommen ja nicht zusammen aus moralisch-ethischen Gründen, sondern es geht um das Austaktieren von Interessen. Und da gibt es überschneidende und konkurrierende Interessen. Und was gerade versucht wird, ist unter der großen Hegemonie Deutschlands die deutschen Interessen als europäische Interessen zu formulieren. Frankreich hat man mit ins Boot geholt. Und diese zur hegemonialen Interessen auch der G20 zu machen und sich gegen einen nationalistischen Protektionisten wie Trump mit einer neoliberal globalisierten Politik durchzusetzen. Darum geht es. Und diese Politik beinhaltet immer Militarismus und Krieg. Und darum geht es bei diesem G20-Gipfel. Das ist das, wo es, was Merkel versucht gegen die anderen und wo sie erstaunlich erfolgreich ist. Und China wird bei 80% der Aktivitäten eingebunden. Sowohl was die Handelspolitik angeht, was der Austausch von Ressourcen angeht. China hat einen riesigen Ressourcenhunger. Und ob der in Afrika immer und in anderen Ländern Asien immer friedlich und im Interesse der dortigen Bevölkerung ist, ich will es mal vorsichtig sagen, da habe ich ganz, ganz große Fragezeichen und bedarf sicher vieler, vieler Überlegungen. Und diese Politik soll hier durchgesetzt und formuliert werden. Und dagegen sind wir die Alternative mit Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Und Gerechtigkeit beinhaltet auch immer Abrüstung. Dass unsere Alternativen noch viel mehr sind, ich habe keine Zeit mehr gehabt, die noch auszuführen. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich will als allererstes noch zu Andreas sagen. Andreas, entschuldige, NATO heißt, Ziel muss sein, die Überwindung und Auflösung der NATO. Und der wahrscheinlich beste Weg für Deutschland ist, die Möglichkeit des Austritts aus der NATO, die im NATO-Vertrag vorgesehen ist, auch zu nutzen. Deswegen finde ich es richtig, dass wir alles tun, dass Deutschland aus dieser NATO austritt. Das sollte unser politisches Ziel sein. Ich muss aber einen Satz sagen, weil ich soll ja auf Punkte antworten, zu dem Kollegen, der zur Bundeswehr gesprochen hat. Die Bundeswehr ist 1951 bis 1955 gegen den Widerstand der Mehrheit der deutschen Bevölkerung in Deutschland aufgezwungen worden. Und sie ist geführt worden von den Nazi-Generälen des Zweiten Weltkrieges auf allen Ebenen. Und alles andere, was so war, Beiwerk, das man machen musste, um die Bevölkerung halbwegs zu beruhigen. Für mich ist die Bundeswehr niemals, historisch nicht und aktuell nicht, wenn ich mir die ganzen rechtsradikalen Ausfälle dort angucke, ein Vorbild für irgendetwas gewesen. Für mich gilt eigentlich als langfristiges Ziel immer noch, was wir als Friedensbewegung gesagt haben, dass eigentlich die Bundeswehr abgeschafft gehört. Wozu brauchen wir in diesem Lande eine Armee, wenn wir angeblich von Freunden umringt sind? Ja, vielen Dank, Rainer Braun. Als nächstes kommt dann, wie heißt die, Saka? Die Türkei. Nuray, würde ich bitten, ihr Statement abzugeben. Şimdi burada hiçbirimiz savaş istemiyoruz. Dünyada yaşayan halkların, emekçilerin hiçbirinin savaştan çıkarı yok. Herkes işte iyi yaşamak istiyor. Biraz huzurlu bir dünyada yaşamak istiyor. Çocuklarını rahat yetiştirmek istiyor. Ve bunun için de didinip duruyor. Ama birdenbire işte dünyanın bir yerinde, bir ülkesinde birdenbire bir savaş başlıyor. Ve örneğin yine Orta Doğu'dan örnek vermek istiyorum. Ezidiler diye bir halk var Irak'ta. Ve birdenbire bu insanlar evsiz kaldılar, yersiz yurtsuz kaldılar, sürüldüler. Kadınlarına tecavüz edildi ve birden hayatları değişti. Also wahrscheinlich sind die alle, die wir hier sitzen, dagegen, dass es Krieg gibt auf der Welt. Aber manchmal schauen wir in den Nachrichten und mit einer Plötzlichkeit sehen wir wieder einen neuen Konflikt irgendwo entfacht. Ich möchte wieder ein Beispiel aus dem Nahen Osten geben.
Zum Beispiel gibt es im Irak, in dem Nahen Osten, ein Volk namens der Jesiden. Auch für dieses Volk ist mit dem Krieg, der dort begonnen hat, auf einmal zahlreiche Massaker verübt worden, Entführungen, Versklavungen, Vergewaltigungen. Und auch zum Beispiel hat sich das Leben dieses Volkes quasi von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Türkiye'de milyonlarca Suriyeli mülteci var ve bu sadece Suriye'den değil ama Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden Avrupa'ya doğru göç etmek ve hayatlarını burada idame ettirmeye çalışmak için insanlar savaş bölgelerinden, yoksulluktan, açlıktan kaçıyorlar ve Akdeniz aslında bir karakol gölüne çevrilmiş durumda. Yani o mültecilerin çoğu denizde bindikleri tekneler batıyor, ölüyorlar ve karaya ayak basmasınlar diye denizde karargahlar kuruluyor, sınırlarda karargahlar kuruluyor. Oder nehmen wir die Millionen von Syrern, die heute in der Türkei als Flüchtlinge leben oder auch aus vielen anderen Ländern aus dem Nahen Osten. Und wenn diese Personen versuchen, den Weg nach Europa aufzunehmen, dann scheitern sie halt daran, dass die europäische Grenze zu einer Festung ausgebaut worden ist, die das Mittelmeer zu einem Friedhof auch für diese Geflüchteten macht. Savaş böyle bir şey. Yani savaş büyük acılar demek. İnsanların yerinden yurdundan edilmesi demek. Bir daha ülkelerine dönememesi, yakınlarını kaybetmesi demek. Und der Krieg ist genau so etwas, dass die Menschen, der Krieg bedeutet Leid. Die Menschen können nicht mehr dort bleiben, wo sie herkommen, weil sie dort von dem Tod bedroht sind und sind deshalb dazu gezwungen, auch in die europäischen Länder zu fliehen. Burada bir arkadaşımız diyalogdan söz etti. Biz diyaloğa hazırız, her zaman hazırız. Yani diyalog kuralım, sorunlarımızı çözelim, birlikte bir masaya oturalım vesaire. Ama dünya halklarının böyle bir diyalog şansı yok. Diyalog bugün işte bu sıralarda Hamburg'da dünyanın süper güçleri tarafından kendi aralarında oluşturuluyor ve asgari bir mutabakata vararak nasıl silahlanacaklarını, dünyanın nasıl paylaşılacağını, adına neoliberalizm denen ve aslında sıradan insana yönelik saldırıları nasıl planlanacağını tartışıyorlar ve orada bir diyalog var. Und was den Dialog angeht, ich finde Dialog ist eine sehr wichtige Sache, aber es sind nicht die Völker, die diesen Dialog führen können. Die den Dialog führen, sind die heute, die in dieser Stadt den G20-Gipfel unter kompletter Besetzung der Stadt und Militarisierung der Stadt auch vorantreiben. Da wird der Dialog geführt, nicht zwischen den Völkern. Und die Völker haben auch die sind nicht in diesen Dialog mit eingebunden. Im Gegenteil, werden auf diesem Gipfel Entscheidungen getroffen, die sehr fatale Auswirkungen für die Völker haben, sei es die weitere Militarisierung, die zu führenden Kriege oder die Neoliberalisierung weiter Teile der Welt. Tabii biz o kadar şanssız değiliz. Yani burada da bir diyalog var ve biz de kendi aramızda bir diyalog kuruyoruz ve bunun çeşitli boyutları var. Diyalog sadece salonlarda toplantılar yaparak kurduğumuz bir şey değil. Biz hayatın her alanında, özellikle bu dünyanın yoksulları, ezilenleri sürekli diyalog halinde ve cumartesi günü yapılacak yürüyüşte de biz aslında bizim tepemizde boza pişirecek olan güçlerle bir diyaloğa girmek üzere sokağa çıkacağız. Und aber so chancenlos sind wir nicht. Auch das, was wir hier gerade veranstalten, ist ein Dialog zwischen uns. Oder dass die Dialoge werden nicht nur in Seelen oder bei derartigen Podiumsdiskussionen geführt, sondern auch die Demonstration gegen den G20-Gipfel ist ein Dialog vieler Zehntausender Menschen, durch den wir auch unsere Forderungen an die Menschen herantragen, die angeblich in unserem Namen dort für uns Sachen verhandeln. Silahlanmaya karşı çıkıyoruz. Dünyada bir daha savaşlar olmasın diye. NATO gibi militarist örgütler dünyada olmasın diye. Arkadaşımızın az önce söylediği şeye katılıyorum. NATO dağıtılsın. Sadece tek tek ülkelerin çıkması değil. Ve sadece NATO değil. NATO benzeri bütün yerel, genel savaş örgütleri dağıtılsın. Ve gerçekten
barış içinde yaşayabileceğimiz ve nasıl yaşayacağımıza kendimizin karar vermesi için mümkün diyalog ortamlarının yaratılabileceği daha fazla demokratik bir dünya kurulsun. Bunun için biz mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz ve kendi aramızda diyalog yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Und wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Militarisierung. Und ich schließe mich der Forderung an, dass nicht nur die einzelnen Länder die NATO verlassen sollen, sondern die NATO sich ganz auflösen soll und sogar noch weiter, dass alle derartigen Organisationen, die nichts anderes, keinen anderen Zweck haben, als Kriege zu führen, alle internationalen, nationalen, regionalen Bündnisse diesen, mit diesem Charakter allesamt aufgelöst gehören. Und dafür gehen wir gemeinsam auf die Straße und dafür kämpfen wir gemeinsam und werden noch weiterhin gemeinsam dafür kämpfen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, Nuray Sankar. Ich bitte jetzt Cora und gebe ihr das Wort. Well, thank you, Christine. Well, for us in Asia, it's always been inspiring to really see the struggles of people on the ground. And I think that when we talk about being able to consolidate our strength and our ranks, it's always refreshing to hear what is happening in other parts of the world. And we know that 20 countries meeting is not really for the benefit of the people, but it's more for these countries to consolidate their strength. We could also see around us in different moments of our history in the world that there has been many occasions and many experiences that the strength and the power of the people to organize, to resist, is an important factor in really overcoming the different impacts of militarism. And I think that that is what I'd like to bring here, and I know that many of you as well are saying that in different ways, that we have to continue resisting peacefully for some. For some, it could be in different forms, but it's actually a product of really consolidating our forces, trying to build alliances, continuing dialogue. We have several in our region, both in Asia and Europe, and I speak of the Asia-Europe People's Forum, which we do every 2 years. This year, next year, it's going to be in Brussels because we cannot hold it in Bulgaria. This is a counter people's movement against the ASEM dialogue. And here, policies of economic policies and defense and military policies are also being discussed. But we know that when these formal meetings happen, the agreements have actually been forged. And therefore, our work really is on the ground, working on it every day, organizing and mobilizing people. And as I grow older, I know that much of our work that we try to do nowadays is really trying to provide
more opportunities and really having more young people being engaged in the movement. It's not an easy work, but we find ourselves being inspired by the responses that we see. And I see that as well here in Germany, here in Europe. And it's not something that's new in Asia, but I think this is something that we have to develop consciously and continuously and find the ways by which young people could be more empowered and be more strengthened and be bolder than what we have been in the past. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Wir nehmen natürlich wahr, dass wir wieder in einer solchen Dialogphase sind, wo wir auch über die Grenzen hinweg, jetzt sogar über die Kontinente hinweg, miteinander diskutieren. Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, die sich jetzt hier auch abzeichnet. Es wird sicher so sein, dass hier nicht die letzte Diskussion stattfindet, sondern wir werden morgen sicherlich auch nochmal eine Fortsetzung dieser Debatte haben. Aber es geht darum, natürlich auch gemeinsam diese Ideen auf die Straße und in die Menschen vor Ort hineinzubringen und dort die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Anne, du hast jetzt das Schlusswort in unserer Runde. Was nimmst du für dich mit? Well, I think it's a wonderful opportunity we've had this afternoon to make sure that we recognize that what the G20 is talking about is not just the economic demise of people, of the common person, but it's the death, not only by the economy, but the death by wars. And I'm so glad that we were able to have this session here, that we remind everyone that a key part of all of this is the propensity for violence to supposedly resolve issues. And when we really look at how our societies operate and where the money goes, the overwhelming amount, for the United States anyway, well over 50% of our budget goes to war, goes to the military. And if we ever want to involve the students, the young people in our countries in these struggles to balance out what we spend for people issues, we've got to really get them deeply involved in this reduction of the huge amounts that we put into our militaries. The U.S. military itself now spends more than the next 8 countries combined in their military. So we in the United States have a tremendous, tremendous responsibility, obligation to our young people to keep presenting the information to them and hope that they too will respond by saying we've got to reduce this, we've got to stop this. And how do we get these politicians to do it? That's the big conundrum that we have. When in the United States, at least anyway, our politicians are essentially bought by the military-industrial complex, by the lobbyists. They are purchased by war. So we have a tremendous responsibility in the U.S., and I would say probably each one of us in our own societies, to keep after this education, to keep after presenting the materials, and ultimately, we hope that we will start electing officials that will really look at what true security is. And it's not necessarily the ability just to kill everybody that's around that disagrees with us. So with this forum that we've had and the opportunity for us to take to the streets, and I certainly, while I believe dialogue is really essential to resolve many of the issues, in no way does that undercut the extraordinary need for us to be out on the streets to show with our bodies that we disagree with policies. So I hope to see you all on Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, every single day, wherever you can be, out on a street corner, anywhere with your little sign that says no more war. Thank you. Thank you very much. And
Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei den Rednerinnen und Rednern und bei den Dolmetscherinnen, die die ganze Zeit dafür gesorgt haben, dass wir auch international kommunizieren können. Und ich möchte euch auf zwei Veranstaltungen im Rahmen dieser Protestwoche gegen die G20 aufmerksam machen. Zum einen geht morgen die Diskussion weiter zu dem Thema Kooperation statt Konfrontation. Wie kann gemeinsame Sicherheit als Paradigma künftiger Politik durchgesetzt werden? Mit Norman Pesch, Experte für Völkerrecht, Kate Hudson vom CND aus Großbritannien, Colonel Anne Wright ist auch wieder mit bei, Ariel Denis von der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons wird da sein und das Hamburger Forum und Breda Friedensforum werden die Veranstaltung moderieren. Außerdem ist die Friedensbewegung am Samstag auf der Demonstration mit einem eigenen Lautsprecherwagen und einem entsprechend dazu notwendigen Block von Menschen vertreten. Und ich möchte euch alle bitten, daran teilzunehmen. Wir treffen uns unter dem Transparent an den Deichtorhallen. Unser Transparent hängt draußen in der Halle, kann sich jeder ansehen, wie es aussieht und daran orientieren. Und da ich unter anderem auch in dem Netzwerk Frauen gegen die NATO aktiv bin, würde ich am Samstag gerne mit wenigstens 14 weiteren Frauen eine Aktion machen, nämlich über T-Shirts, die mit den einzelnen Buchstaben beschriftet sind, auszudrucken. Frauen sagen Nein zur NATO, beziehungsweise es steht auf Englisch auf den T-Shirts, say no to NATO. Von daher, bitte beteiligt euch und meldet euch am Transparent, dass wir das als Bild in der Demo realisieren können und hoffentlich damit auch in die Medien kommen und viele davon erfahren. Ja, ich danke euch. Wir sehen uns.